habe an dieser Stelle über rechte Sichtweise oder Erkenntnis gesprochen und dann beim letzten Mal hier über rechte innere Haltung oder rechte Gesinnung und das Teil des sogenannten achtwachen Pfades, was Buddha gelehrt hat in seiner allerersten Lehrrede. Und heute kommt der dritte, vierte und fünfte Teil dran, rechte Rede, rechtes Tun, rechter Lebenserwerb. Der Titel des Vortrages heißt 8 ethische Grundlagen des Glücks. Vor Jahren hatten wir den in den USA lebenden schilankischen Lehrer Bhante Gunaratana bei uns in Beatenberg im Zentrum zu Gast, leitete ein Einwochen-Retreat. Und einer der Praxisaspekte, die ihm am wichtigsten waren, neben der Meditation, ist das, was er die 8 Lifetime Precepts nannte. Das war ihm ganz wichtig, die 8 Verhaltensregeln für das ganze Leben. Nicht Verhaltensregeln, die man während einem Retreat oder so einen Tag hält, sondern fürs Leben. Und wo immer Bhante Gunaratana hingeht, lehrt er diese 8 Regeln und inspiriert die Leute, sich für diese zu entschließen und sie für den Rest ihres Lebens einzuhalten. Über ein Dutzend Kursteilnehmerinnen haben sich damals an unserem Kurs dafür entschlossen. Und ich habe nicht die Absicht, euch dahin zu drängen, aber ich möchte die Gelegenheit hier nutzen, euch eine Idee zu geben, worum es dabei geht und warum ich im Titel dieses Vortrages behaupte, es seien 8 Grundlagen des Glücks. Jemand, der auch Kurse organisiert, nicht Barbara? Hat gesagt, gut, hast du das von dem Glück noch dabei im Titel? Aber es ist nicht wegen dem, es ist wirklich wesentlich. Es geht um die folgenden 8 Verhaltensrichtlinien. 4, das Reden betreffend, eben rechte Rede. Das ist das Vermeiden von Lügen und Unehrlichkeit, Vermeiden von übler Nachrede, also schlecht über Dritte reden, Vermeiden von grobem, verletzendem Reden und Vermeiden von sinnlosem Geschwätz, was das Schwierigste kommt noch. Dann 3, das Handeln betreffen, rechtes Tun, das Vermeiden von Töten und Verletzen, das Vermeiden von Stehlen und Nehmen, was einem nicht gehört, was einem nicht gegeben wurde. Dann das Vermeiden von sexuellen und von sinnlichen Missverhalten. Und die 8. Regel ist eben rechte Lebensführung oder rechter Lebenserwerb. Das Vermeiden von beruflichen Tätigkeiten, die für die Mitmenschen verletzend oder schädlich sind. Das sind die 8. Über diese ethischen Ausrichtungen heißt es in einem Text: Beim Gehen auf dem Pfad, auf dem spirituellen Weg, brauchen wir die ethische Integrität, also diese 8 Regeln, als Beine. Ohne sie kommen wir nirgends hin. Also der Buddha hat immer wieder behauptet, vergesst spirituelle Praxis, wenn ihr die nicht auf einer ethischen Grundlage aufbaut. Wobei das eben auch Teil der Praxis ist, das ist ja nicht so. Für die meisten von uns, jedenfalls für mich, dass man die Regeln einmal hört und dann klappt es für den Rest des Lebens. Dass ethisches Verhalten eine Ursache für Glück sein soll, ist in unserer modernen Gesellschaft für viele sicher nicht gerade das Offensichtlichste. Ethik wird oft sogar mit Verklemmtheit, Puritanismus, Frömmelei und Frustration assoziiert und manchmal ist sie das eben auch. Zwar ein tragisches Missverständnis, wobei aber eben falsch verstandene Ethik tatsächlich moralisierend und frustrierend wirken kann. Eine Geschichte. Ein Arzt wird von einem wegen seiner Frömmigkeit hochgeachteten Herrn um Rat gefragt. Sagt, ich leide unter fürchterlicher Migräne, Herr Doktor. Obwohl ich nicht rauche, keinen Alkohol trinke, streng vegetarisch lebe, mich all der Fleischeslust enthalte, fühle ich doch ständig diesen Druck wie einen eisernen Ring um meinen Kopf. Da gibt es nur eine Erklärung, antwortet der Mediziner. Es ist Ihr Heiligenschein, der Ihnen zu eng wird. Dabei ist Tugend, das heißt Heilsames, längst von der Wissenschaft erforscht worden. Also die haben auch das erforscht, nicht nur die Achtsamkeit und das ganze Zeug. Der Neuropsychologe Rick Hansen schreibt,
Tugend bedeutet einfach, dass man seine Handlungen, Worte und Gedanken reguliert, um sich selbst und anderen Nutzen statt Schaden zu schaffen. So gesehen macht das Sinn, vollständig. Es gibt vor allem zwei wichtige Gründe oder Ursachen für ethisches Verhalten. Die eine Ursache ist Selbstschutz und die zweite ist der Schutz der anderen vor uns. Mit zunehmender Achtsamkeit und Sensibilität und Erkenntnis wird uns klar, dass unser Wohlergehen, unsere Verbundenheit mit dem Leben und unsere innere Freiheit in direkter Beziehung und Abhängigkeit steht zu unserem Verhalten, unserem Tun und Lassen und unserem Verhältnis zu den Mitmenschen. Ein Text sagt, so wie ein blinder Mensch keine Formen sieht, so sieht jemand ohne ethisches Verhalten das Dharma, die Praxis, nicht. Und Praxis oder Dharma ist genau das, was uns vom Leiden befreien kann, was uns Unbeschwertheit und Frohsinn ermöglicht, wenn wir tatsächlich praktizieren. Und so erkennen wir, dass ethisches Verhalten ist wie ein fester Damm, der uns erlaubt, die turbulenten Wasser der Emotionen wie Verlangen, Hass in all ihren Variationen zu queren, um ans jenseitige Ufer des inneren Friedens zu kommen. Damm finde ich ein gutes Beispiel. Eben dann, wenn die Emotionen turbulent sind oder intensiv und wir das ganze Zeug mit der Ethik vergessen. Wenn sie dann stark ist, dann hilft's. Der Buddha, aus dem Dhammapada zitiert, sagte, wenn dir dein eigenes Wohl am Herzen liegt, beschütze selbst dich gut. Du selbst bist dein eigener Beschützer. Wer sonst könnte dich wohl beschützen? Selbstschutz. Wenn unsere Sensibilität und unsere Verbundenheit zunehmen, entstehen Nähe, Verständnis und Mitgefühl gegenüber den anderen, gegenüber den Mitlebewesen. Und dadurch wird ethisches Verhalten, also Respekt, Ehrlichkeit, Gewaltlosigkeit, was ich vorhin während der Meditation erwähnt habe, wird mehr und mehr zur Selbstverständlichkeit. Es heißt in den Texten, dass Menschen mit starker ethischer Integrität seien wie schöne Blumen, die viele Bienen anziehen. Das ist nett, he? Sie ziehen andere Menschen an, denn sie geben ihnen Beistand, Sicherheit und Wohlbefinden und sind im positivsten Sinne vertrauenswürdig. In einer traditionellen buddhistischen Sichtweise ist das karmische Resultat starker ethischer Integrität, die Wiedergeburt in optimalen menschlichen Verhältnissen oder jene in den Bereichen der sogenannten lichten Götter. Man muss die Aussage nicht wörtlich nehmen, man kann es auch einfach als Hinweis sehen auf die psychisch-emotionale Auswirkung solch positiven Verhaltens auf sich selbst. Wir schaffen, ich werde morgen später Nachmittag im Vortrag über diese Aspekte, wie wir uns selbst konditionieren, noch sehr viel mehr sagen. Wir wirken immer auf uns selbst zurück und durch ethisches Verhalten werden wir menschlicher und unser Herz und unser Geist werden lichter. Wenn ihr nicht mit lichten Göttern anfangen könnt, dann der Geist der Lichter wird unbeschwerter, wird er klarer, wird. Ich denke, es ist oft gar nicht so einfach zu erkennen, was uns wirklich glücklich macht. Man erfährt eine Art Glück, wenn man kriegt, was man gerne haben möchte. Und Verhaltensregeln können unter Umständen dem im Weg stehen. Wenn wir unethisch handeln, ist es meist wegen eines direkten Vorteils und eines unmittelbaren Lustgewinns, den wir zumindest erhoffen und oft auch erhalten. Zum Beispiel, wenn ich meine Ware über die Grenze reinschmuggle oder raus in dem Fall hier. Rein von der Schweiz bringt nichts. Dann muss ich nicht Zoll bezahlen und dann habe ich so und so viel gespart, gewonnen. Oder wenn ich bei den Steuern etwas schummle, kann ich mir dafür das und jenes kaufen oder leisten. Wenn ich diesen Seitensprung mache, wird es eine aufregende, erfüllende Nacht vielleicht. Wenn ich über jene Person lästere, fühle ich mich selbst im Moment etwas besser. Das ist dann etwas schlechter.
Und oft klappt es auch tatsächlich, zumindest auf der äußeren Ebene. Wenn man erwischt wird, wenn es auffliegt, Pech gehabt. Was wir oft nicht sehen, ist der Preis, den wir im Innern bezahlen. Innere Unruhe oder Besorgnis, Unbehagen, manchmal Schuldgefühle, letztlich zunehmende Entfremdung, weil wir uns abtrennen müssen. Das Glück, das aus ethischem Verhalten entsteht, ist oft nicht so unmittelbar und ist meist auch nicht so intensiv spürbar. Es kommt erst mittel- und langfristig zum Tragen und wirkt sich als zunehmendes allgemeines Wohlbefinden und auch als Verbundenheit aus. Das heißt auch Offenheit, Zugehörigkeit, Lebendigkeit, Unbeschwertheit, all das wird gestärkt. Das war die Werbung. Jetzt möchte ich auf die einzelnen Punkte oder Regeln eingehen. Es sind eben die drei ethischen Aspekte des achtfachen Pfades, den der Buddha als Weg zur Befreiung gelehrt hat, eben rechte Rede, rechtes Tun und rechter Lebenserwerb. Und wie uns vielleicht klar ist, wenn wir die vorherigen zwei Schritte auf dem Weg kennen, uns erinnern, die braucht's. Erkenntnis, richtiges Verständnis, richtige innere Haltung, um wirklich ethische Integrität konsequent zu praktizieren. Und es wird immer das Wort Recht gebraucht. Recht, das Pali-Wort Samma, ist schwer zu übersetzen. Es bedeutet hilfreich, manchmal eher geschickt oder dann manchmal angemessen oder eben ethisch heilsam. Es ist immer ethisch heilsam. Wir brauchen, wie diejenigen von uns, die viel praktiziert haben, eine ungetäuschte, der Wirklichkeit entsprechende Sicht der Dinge und eine daraus resultierende heilsame innere Haltung. Erst so kann auch unser Verhalten in Rede, Tun und Lebenserwerb wirklich angemessen und hilfreich werden. Der Buddha sagte, der Duft des Sandelholzes strömt in der Richtung des Windes, aber der Duft des heilsamen Tuns strömt in alle Richtungen. Nun zum Reden selbst. Reden ist so wirksam. Man denkt, man kann dies und jenes sagen und dann ist es weg und hat kaum Wirkung. Reden ist so wirksam, dass es Feinde schaffen, dass es Kriege verursachen, dass es Leben zerstören kann. Reden ist so wirksam, dass es auch Weisheit zu erzeugen vermag, dass es Trennung überbrücken kann, dass es heilen und Frieden stiften kann. Das ist eine Geschichte, die die Macht des Wortes illustriert. Der Sohn des Dorfältesten ist erkrankt. Alle möglichen Heilmittel sind ausprobiert worden, aber keines hat ihn heilen können. Schließlich holt man die Heilerin, die weiße Frau. Die Heilerin spricht ein paar Gebete, eigentlich nur einige Worte, wendet sich dann an die Anwesenden und sagt, jetzt wird der Junge genesen. Viele der Anwesenden sind erstaunt und einer der kritischsten protestiert. Es ist lächerlich zu glauben, dass man mit ein paar Worten jemanden heilen könne. Worauf die Heilerin ihn anherrscht. Was verstehst du denn von heilen? Du hast keine blasse Ahnung und du bist ein völliger Narr. Der Mann wird sehr aufgebracht. Er wird wütend und wird feuerrot im Gesicht und macht sich daran zurückzuschreien, als die Heilerin ruhig sagt, siehst du, wenn ein paar Worte die Macht haben, dich zornig und rot im Gesicht zu machen, wie sollten ein paar andere Worte nicht die Macht haben, zu heilen? Wenn wir von der Sprache rechten Gebrauch machen, können wir uns selber und andere heilen. Wenn wir sie aber ungeschickt verwenden oder missbrauchen, werden wir uns und anderen schaden. Es gibt vier Aspekte hier. Das Vermeiden von Lügen, also Ehrlichkeit. Lügen ist immer dann Thema, wenn wir kurzfristig einen Nachteil zu befürchten haben, wenn wir die Wahrheit sagen. Es können materielle Nachteile sein oder gefühlsmäßige Nachteile. Vielleicht ist es uns peinlich oder stellt uns in ein unangenehmes, unerwünschtes Licht oder macht uns unbeliebt oder wir glauben, dass es uns unbeliebt macht. Es wird oft ja von Notlügen gesprochen, die man quasi zur Hand haben muss. Das heißt, man macht sich vor, es sei weise, manchmal zu lügen.
Unehrlichkeit bewirkt aber, dass wir auf der Hut sein müssen, wenn wir Dinge sagen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen. Dann müssen wir aufpassen, dass wir das richtig sagen und dass wir dann nicht noch was anderes sagen, was nicht zur Geschichte passt. Muss auf der Hut sein. Wir müssen uns verschließen, wir müssen zumachen, müssen uns verstecken, vielleicht verteidigen. Es macht uns eingeschränkt, angespannt und innerlich abgetrennt. Bevor die Schweiz bilaterale Verträge mit der EU hatte, war es immer umständlich. Ich habe 20 Jahre lang in England Kurse gegeben und Wochenkurse zählt schon als Arbeit. Und wenn ich wirklich gesagt hätte, was ich tue, wäre ich nicht reingekommen. Ich habe auch eine Schwester in England und habe dann einfach gesagt, geh zu der Schwester. Und das war so was Schwieriges, ich musste mir ausdenken. Und die fragen dann manchmal weiter, manchmal ist das völlig okay und manchmal bohren die weiter. Also muss ich wissen, was ich sage, wenn er das fragt, sage ich das, wenn er das fragt, sage ich das. Grauenhaft. Ich habe Glück gehabt, aber die Vorstellung zu wissen, dass auch wenn ich nur etwas sage, das nicht stimmt, was das alles implizieren kann. Ich weiß, es gibt Leute, die können das viel besser als ich, aber die meisten von uns wahrscheinlich nicht. Ehrlichkeit bewirkt genau das Gegenteil. Sie mag unter Umständen ein paar kurzfristige Nachteile bringen, aber sie befreit, erlaubt uns offen zu sein, erleichtert und verbindet und macht uns unbesorgt und heiter. Das ist eine echte Grundlage fürs Glücklichwerden. Hier ist eine Geschichte über das, was passieren kann, wenn wir lügen. Besonders, wenn wir unsere Mutter anlügen. John hatte seine Mutter zum Nachtessen eingeladen. Seine Wohnungsmitbewohnerin Teresa war auch dabei und Mutter war neugierig darauf zu wissen, ob die beiden in einer Beziehung lebten oder nicht. John fand es sei besser, das Thema zu vermeiden. John sagte, ich weiß, was du denkst, Mutter, aber Teresa und ich sind einfach nur Mitbewohner dieses Studenten-WG. Ein paar Tage später sagte Teresa zu John, seit deine Mutter zu Besuch war, kann ich einfach den schönen silbernen Soßelöffel nicht mehr finden. Er sagt, du glaubst nicht etwa, dass sie ihn mitgenommen hat, oder? Aber ich kann ihr ja mal eine Mail schicken, um sicher zu sein. So schrieb er ihr ein Mail. Liebe Mutter, ich sage nicht, du hättest den Soßelöffel mitgenommen. Und ich sage nicht, du hättest ihn nicht mitgenommen. Aber Tatsache ist, dass er verschwunden ist, seitdem du hier bei uns zu Besuch warst. Etwas später erhielt John eine Mail von seiner Mutter, da stand. Lieber Sohn, ich sage nicht, dass du mit Teresa schläfst. Und ich sage nicht, dass du nicht mit Teresa schläfst. Aber Tatsache bleibt, dass wenn sie in ihrem Zimmer, in ihrem Bett schlafen würde, hätte sie den Soßelöffel längst gefunden. In Liebe, Mutter. Der Buddha schrieb sehr genau, was unter Ehrlichkeit zu verstehen ist. Und ich werde ihn ein paar Mal hier zitieren. Das ist ziemlich radikal in seiner Sichtweise. Die Wahrheit spricht man, ist der Wahrheit verpflichtet, an der Wahrheit hält man fest, ist zuverlässig und vertrauenswürdig, betrügt die Menschen nicht. Kommt man nun in eine Gesellschaft von Leuten oder in eine Körperschaft oder wird vor Gericht geladen oder als Zeuge aufgefordert auszusagen, was man wisse, so antwortet man, wenn man nicht weiß, ich weiß nichts, und wenn man weiß, so sagt man, ich weiß, was immer dann das Thema ist. Hat man nicht gesehen, so sagt man, ich habe nicht gesehen, hat man aber etwas gesehen, so sagt man, ich habe etwas gesehen. Man wird nie absichtlich lügen, weder zu seinem eigenen Vorteil, noch zum Vorteil einer anderen Person, noch für irgendeinen Vorteil. Nummer 2, vermeiden von üblen Nachrede, von Zwischenträgerei, von schlecht über Dritte reden, das ist schon schwieriger. Eigentlich tut es uns spürbar nicht gut, wenn wir schlecht über andere, nicht Anwesende reden. Und doch scheint man auf irgendwie interessant, eigenartige Weise immer wieder einen Kick zu kriegen, der uns dazu bewegt, es doch zu tun. Bei einer Alltagswoche, an der wir rechtes Reden übten, erzählte jemand,
Ich hatte mich mit einer guten Bekannten verabredet und zu Beginn unseres Zusammenseins informierte ich sie über unseren Kurs und sagte ihr, dass ich heute vermeiden möchte, über Dritte zu reden. Also nicht nur schlecht, sondern sie wollte an dem Tag ganz aufhören. Und ganz spontan seufzte die Freundin, oh, wie schade. Und nachvollziehbar. Anstelle von üblen Nachrede können wir Sachen sagen, die gut sind und mit Freude und Verbundenheit schaffen. So entsteht für uns innerlich Freude. Da haben wir immer wieder die Wahl. Hier Buddhas Worte zum Vermeiden von üblen Nachrede oder Zwischenträgerei, wie es hier genannt wird. Das hat man verworfen, davon steht man ab. Was man hier gehört hat, erzählt man dort nicht weiter, um Zwietracht zu stiften. Was man dort gehört hat, erzählt man hier nicht weiter, um diese zu entzweien. So einigt man Entzweite, ermutigt die Geeinten. An Eintracht hat man Freude und Gefallen und spricht Worte, die Eintracht fördern. Das Vermeiden von grober, verletzender Rede, andere nicht verletzend durch Beschimpfung, Schmähung oder Sarkasmus oder Ironie, beißende Ironie, subtile Ironie oder was es sonst noch für Möglichkeiten gibt zu verletzen. Padmasambhava sprach, das Feuer verletzender Worte verbrennt sowohl dein eigenes Herz wie das der anderen. Mit der Waffe verletzender Worte tötet man die Lebenskraft der Befreiung, der eigenen. Buddha sagte über das Vermeiden verletzender Rede, rohe Worte hat man verworfen, von rohen Worten steht man ab. Worte, die untadelig sind, dem Ohre angenehm, liebreich, zu Herzen gehend, höflich, vielen lieb und angenehm. Solche Worte spricht man. Vermeiden von Lügen, von Zwischenträgerei, von verletzender Rede. Nummer 4, vermeiden von sinnlosem Geschwätz. Bhante Gunarata fand, in der Pali-Sprache höre man schon dem Wort an, was gemeint sei. Das Pali-Wort für sinnloses Geschwätz ist Sampapalapa. Das betrifft über Filmstars reden oder Könige und Prinzessinnen, über Promis, über ihre Beziehungen, über ihre Kleider, über Kleider überhaupt. Und wie der Buddha sagte, über Kämpfe, über Kriege, über Speisen und Getränke, über Wohnen, über Straßen, über Brunnengeschwätz, über Prophezeiungen und so weiter. Eine lange Liste. Und so weiter und so weiter. Und ein großer Nachteil ist Zeitverlust, enormer Zeitverlust. Eine Zeit, in der man sinnreicheres und wertvolleres tun oder sogar reden könnte. Buddha, leeres Geschwätz hat man verworfen, von leerem Geschwätz steht man ab. Zur rechten Zeit spricht man den Tatsachen und den sinngemäß, spricht über die Lehre, spricht über die Praxis, spricht über ethische Integrität. Die Worte sind denkwürdig, begründet, abgemessen und sinnvoll. Sehr anspruchsvoll. Ich finde es die schwierigste von all den Regeln. Rechte Rede gehört zu den heilsamen Funktionen von Herz und Geist, den Sobhana oder den wunderbaren Eigenschaften von Herz und Geist. Und diese Sobhanas, diese wunderbaren Qualitäten, den Ursachen des Innenglücks. Der große Meister Gampopa sagte dazu, wer die Wirkungsweise des Heilsamen kennt, sie aber nicht anwendet, um die schädlichen Folgen des Unheilsamen in sich zu vermindern, der gleicht einem Kranken, der einen Sack voller Arzneien mit sich herumträgt, ohne je ihn zu öffnen. Die nächsten drei Verhaltensregeln gehören zu rechtem Tun oder rechtem Handeln. Vermeiden von absichtlichem Töten. Der Akt des absichtlichen Tötens wirkt sich sehr negativ aus unserer Psyche aus, ob man es nun wahrnimmt oder nicht. Traditionell, karmisch ist es die Ursache für großes Leiden in der Zukunft. Und es soll nirgendwo in den Lehrreden Buddhas eine Stelle geben, wo er sagt, Töten sei unter gewissen Umständen angemessen oder erlaubt. Umgekehrt ist das Vermeiden von Töten, Verletzen von Lebewesen ein Akt von tiefem Respekt, von Wertschätzung und Verbundenheit mit dem Leben. Die inneren Qualitäten von Gewaltlosigkeit, von Friedfertigkeit, von Toleranz machen uns ungefährlich, machen uns sicher, machen uns vertrauenswürdig. Und das sind Ursachen für inneres Glück. Dann kommt Vermeiden von Stehlen
nicht nehmen, was uns nicht gegeben wurde, was uns nicht gehört. Das ist Nummer 6 von den 8. Die meisten von uns werden wohl nicht hier und dort Dinge stehlen, aber interessant ist es, sich auch die Unschärfezonen anzuschauen. Vielleicht bei den Steuern, was verschwinden lassen kann, wenn es gerade so problemlos geht, oder mit Copyright, geistiges Eigentum stehlen und zum eigenen Gewinn verwenden. Ich denke, es ist kein großes Problem, Bilder aus dem Internet herunterzuladen für seinen Zweck, solange wir sie nicht verkaufen. Ich bin in einer Fotografenfamilie aufgewachsen, da war geistiges Eigentum vor allem von Bildern ganz groß. Es war Diebstahl, Leute haben die Bilder von meinem Vater und später auch von mir verwendet. Meine Vorträge waren eine Weile im Internet käuflich. Samuel hat dann geschrieben und die hätten es dann wieder rausgenommen, aber ja. Weil die sind gratis zur Verfügung und die kann man runterladen und verkaufen, im Prinzip. Interessant. Bücher ausleihen und nicht von sich aus zurückgeben, das ist vor allem Thema bei uns in der Bibliothek in Beatenberg. Ganz konsequent nicht nehmen, was uns nicht gehört, macht uns auch hier vertrauenswürdig und verlässlich. Und das vertieft interessanterweise auch das eigene Vertrauen. Das eigene Vertrauen. Respekt, Aufrichtigkeit, Offenheit, Fairness, Vertrauenswürdigkeit sind alles Grundlagen für geistiges Wohlbefinden und Glück. Für die, die das schon gehört haben, wie es dem Mann erging, der schummelte. Ein Mann schrieb an das Steueramt, ich kann nicht mehr schlafen, weil ich bei den Steuern geschummelt habe. Da ich nicht mein tatsächliches Einkommen deklariert hatte, sende ich Ihnen nun 3000 Euro. Sollte ich weiterhin nicht schlafen können, würde ich Ihnen den Rest auch noch senden. Sehr interessant finde ich die nächste Regel. Traditionell heißt sie, vermeiden von sexuellem Missverhalten. Unter Missverhalten kann man ganz einfach alle Handlungen verstehen, die im Bereich der intimen Beziehungen verletzen oder Leiden schaffen. Für Beteiligte oder für Drittpersonen. Übergriffe, Missbrauch, Gewalt, Seitensprünge, Parallelbeziehungen und anderes mehr. Es schafft erwiesenermaßen immer wieder großes Leiden vieler Art. Und interessant ist auch Bhante Gunaratana, der wies darauf hin, dass er war auch ein großer Pali-Gelehrter, dass das Pali-Wort Kamesu, was immer als sexuell übersetzt werde, dass es eigentlich sinnlich heiße. Das heißt, eigentlich heißt es Vermeiden von Sinnesmissbrauch, nicht nur sexueller Missbrauch. Und das würde kurz gesagt heißen, maßvoll anstatt besessen oder zwangshaft in allen Sinneskanälen. Also vielleicht die Frage, wie oft und wie lang sind wir gefangen vom Fernseher, gefangen vom Radio, gefangen vom Stereo, gefangen vom Handy, von Facebook, von Twitter, von Snapchat. Wie viel und wie oft essen wir? Wie viele Cremes und Parfums und Aftershaves und Deos brauchen wir, um glücklich zu sein? Alle großen Läden bei uns haben, wenn man reinkommt, zuerst eine riesige Parfümerie. Und der Männerteil ist mittlerweile schon fast so groß wie der Damenteil. Muss enormes Geschäft sein. Oder mit Leo Tolstoi etwas abgeändert, die Frage, wie viel Shopping braucht der Mensch? Das ist eine gute Frage. Oder wie viel Kino, wie viel Theater, wie viel Konzertbesuche, wie viele Bücher, wie viele Magazine, wie viele Zeitungen. Es gibt eine deutsche Konzeptkünstlerin, die den Satz geprägt hat, ich shoppe, also bin ich. Ja, ist auch nicht nur Ansammeln von Dingen, die man braucht oder auch nicht braucht. Das ist ein Lebensgefühl, in dem man sich selbst irgendwie realer machen kann oder glaubt. Auch hier Achtsamkeit, Sensibilität und das rechte Augenmaß sind hilfreich und ein bisschen Reflexion über die wertvolle Situation als Menschen, die wir alle haben, vor allem wenn wir wirklich praktizieren, sonst nicht unbedingt, und Reflexion über die Vergänglichkeit unserer Lebensspanne. Vielleicht wird es uns dazu bringen,
unsere Zeit für Nützlicheres und Sinnvolleres zu nutzen und dadurch immer wieder auch mehr inneres Glück zu schaffen und vielleicht auch für andere mehr Wohlergehen zu schaffen. Die letzte der 8 Regeln ist rechte Lebensführung oder rechter Lebenserwerb. Hier geht es um das Vermeiden von Berufen, die Lebewesen, die anderen verletzen, sie zu Schaden kommen lassen oder sogar töten. Und traditionell wird von Handel mit Waffen, mit Giften, mit Drogen, mit Menschen gesprochen, aber es ist wahnsinnig viel komplexer und raffinierter heute, in welcher Art und Weise man durch Berufe Leute Tausende ausbeuten kann. Geschäfte irgendwelcher Art, bei denen andere ausgebeutet oder übervorteilt werden. Ausbeutung von Menschen, von Tieren, von Natur, von Ressourcen und so weiter. Das Gegenteil, helfen, dienen, unterstützen, fördern, bilden, heilen, ist das, was uns letztlich glücklich macht. Wie Karl Marx sagte, jene Menschen sind am glücklichsten, die am meisten andere Menschen glücklich gemacht haben. Dalai Lama ist für mich ein gutes Beispiel hier. In Bezug auf solche Lebensregeln möchte ich noch etwas betonen. Es ist auch entsprechend der buddhistischen Tradition, aber eigentlich ist das relativ offensichtlich, ein großer Unterschied, ob man findet, man wolle in dieser Richtung praktizieren und mal sehen, oder ob man den Entschluss fasst, die Regeln wirklich und jederzeit ernst zu nehmen und anzuwenden, so gut man dann eben kann und soweit man sich noch erinnert. Wenn man einfach mal schauen wählt, ist man eher leicht davon abzubringen, wenn die Dinge turbulent werden. Ich habe das am Anfang schon erwähnt. Wenn Verlangen uns wirklich packt, wenn Ärger oder Wut uns wirklich packen, da ist es gut, wenn es schon klar ist, weil dort zu überlegen, ob ich das jetzt doch einhalten sollte oder nicht, ist dann manchmal etwas spät. Ich möchte zum Schluss nochmals den Buddha zitieren. Über die unheilsamen Geisteseigenschaften sagt er, das ist ein bekannter Spruch. Rede mit unreinem Geist, das heißt mit unheilsamer Absicht. Handle mit unreinem Geist, das heißt mit unheilsamer Absicht. Und leiden wird dir folgen, wie der Wagen dem Zugtier folgt, das den Wagen zieht. Und über die heilsamen und wunderbaren Geisteseigenschaften sagt er, rede mit reinem Geist, mit heilsamer Absicht, handle mit reinem Geist, mit heilsamer Absicht, und Glück wird dir folgen, wie der Schatten dem Körper folgt, der nicht weicht und nicht weicht. Und immer wieder kommen wir auf unserem Weg zu Kreuzungen, zu Abzweigungen und Vergabelungen, wo wir entscheiden müssen, wo wir eigentlich die Wahl haben, unheilsam oder heilsam zu wählen, eben zu mehr innerer Konfusion oder zu mehr innerem Wohlergehen.